Wort ist Magister Christian Drobitsch. Bitte, Herr Abgeordneter. Bitte, Abgeordneter Drobitsch. Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Nun ein Punkt, der die letzten Monate und Jahre schon öfters aufgetreten ist, das VKI-Gesetz bzw. der VKI. Die Konsumentenschutzpolitik ist gerade in Zeiten der Teuerung, in Zeiten der hohen Inflation und in Zeiten, wo auch die Banken hohe Spesen und auch Zinsen verlangen, ein wichtiger Bereich. Und das Flaggschiff des Konsumentenschutzes und der Konsumentenschutzpolitik ist zweifelsohne der Verein für Konsumenteninformation, wenn es um Rechtsinformation, Beratung, Rechtsdurchsetzung geht. Und die Arbeiterkammer ist natürlich auch ein Bereich, der neben der Verbraucherschutzorganisation des VKI entsprechende Wirkung hat. Aber die Arbeiterkammer ist auch der Verein, ist also auch diese Gruppe, die neben dem VKI natürlich auch im Konsumentenschutz tätig wird. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein Antrag vorliegend, der eigentlich ein Gesetz sein könnte. Und zwar ein Gesetz deshalb sein könnte, weil wir seit Jahren schon das VKI-Gesetz oder die Gesetzesnovelle wollen. Und im Budgetvorschlag, Detailbudget Konsumentenschutz, ist als Rechtsgrundlage drinnen stehend Bundesgesetz über die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation. Das heißt, der Finanzminister geht für dieses Budgetjahr weiterhin von einem VKI, von einem Gesetz aus. Es war auch üblich, dass die letzten Jahre im Budgetbegleitgesetz diese Regelung getroffen wurde. Nur wir wissen seit der Budgetsitzung, und der Bundesminister hat es angesprochen, dass wir keine gesetzliche Grundlage haben, sondern nur laufende Zuschüsse, die dem VKI zur Finanzierung überführt werden. Bedeutet, wir haben nicht die parlamentarische Kontrolle, die wir brauchen. Wir haben die Möglichkeit der parlamentarischen Anfragen über laufende Zuschüsse. Das ist ein wesentlicher Unterschied aber zu dem, was wir vorher hatten. Und wenn die Regierung im Regierungsprogramm drinstehen hat, dauerhafte Finanzierung nach Evaluierung der Finanzierung des VKIs, fehlt etwas. Jetzt steht nämlich nur mehr drinnen mittel- und langfristige Finanzierung. Von einer dauerhaften Finanzierung spricht mehr niemand. Und es steht auch nicht mehr drinnen, wie lange diese Evaluierung ist. Die dauert nämlich schon 3 Jahre. Und 3 Jahre zu evaluieren, das bedeutet, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und diese Vermutung haben viele bereits, und deshalb ist auch dieser Irrtum und dieses Unbehagen über dieses Thema. Der Antrag, den wir vorliegen haben und dem wir als sozialdemokratische Fraktion nicht zustimmen können und werden, beinhaltet nämlich ein wirklich lückenhaftes Vorgehen. Ich habe es dem Herrn Bundesminister im Ausschuss gesagt, ich habe gesagt, ich habe so einen schlechten Antrag noch nicht gesehen. Und zwar deshalb nicht gesehen, wenn man sich die Beschlussformel anschaut, fehlt im ersten Satz ein Wort zu entwickeln. Steht nur drinnen, was zu entwickeln ist, fehlt. Es fehlt auch in der Beschlussformel drinnen, wenn man weiterliest, dann auch, was konkret die Entscheidungsgrundlage ist. Und im Endeffekt, wie gesagt bereits, steht langfristige und mittelfristige Finanzierung. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, so kann man keine gemeinsame Vorgehensweise treffen, wenn es um eine Finanzierung des VKIs geht, dem Flaggschiff der Konsumentenschutzpolitik. Also von unserer Seite gibt es da keine Zustimmung. Herr Bundesminister, aber abschließend, ich glaube, das, was Sie gesagt haben, dass Sie selbst bereit sind, für die Finanzierung des VKIs zu sorgen. Nur hätten Sie es leichter gemacht, wenn Sie das Gesetz hätten. Wir hätten es Ihnen verschafft. Wir wollen dieses Gesetz und vielleicht schaffen wir es noch in den nächsten Monaten während dieser Legislaturperiode, diese Forderung, die wir seit Monaten und Jahren haben, gemeinsam zu erstellen. Diesem Antrag können wir leider nicht zustimmen. Danke sehr.